Meinst du, du schaffst einen Doppelkill? Müssen wir nur den Kopf ein bisschen weiter. Pow, Bitch. Pow. Sauber. Den Kerl links kann man jetzt schnell umnieten. Oh, ohne Anvisieren. Bam! Quickscope. Hätte vielleicht die Köpfe abballern müssen hier. Double Headshot. Vielleicht einen Erfolg gegeben. Muss ich mir mal merken, diese Mission hier. Kann man es leicht machen. So, wo geht's hin, Boss? Also wünscht mir mal ein bisschen Glück, weil die wollen auch ein Praktikum mit mir machen. Wollten mich eigentlich erst gar nicht haben als Vorstellungsgespräch. Aber jetzt machen sie es. Die hier Fuß fassen wollen. Sie müssen irre sein, so niedrig unter der Nase der Luftabwehr zu fliegen. Das geht mir im Arsch. Das einzige Ziel ist unser Treffen auf der anderen Seite des Platzes. Ich hoffe, du hast Plastiksprengstoff dabei. Ansonsten müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, Hikachi. Lasst uns hoffen, dass diese Fliegerjungs abhauen, sobald wir ihren Job erledigt haben. Gute Deckung, ich geh rein. Die Stimme hat sich gerade ganz anders. Warum sehen die mich denn jetzt nicht? Weg damit. Leg das T4, Beeilung! Oh oh. Das sind so die ganzen Schweine hier. Erstmal wegmachen hier. Super, wie der mir Rückendeckung gibt und mich alles ausschalten lässt hier. Weil ich erstmal, bevor mich der Panzer hier sieht, der hat ja auch keinen Bock zu. Genau dahin legen. So, ein bisschen zurecht drücken. Ladungen gelegt. Nimm etwas Abstand und schick sie die. Scheiße, woher kenne ich diese Stimme? Ach, hier, dafür ist Papi hier. Flak-Artillerie abgefertigt. Beeil dich! Schalte David Puppy hier, oder Agent Puppy. Hier diese Kindersendung. Und das ist auch so ein Flo, der als Chef da fungiert. Hat genau die gleiche Stimme. Oder so. Okay, scheiß drauf. Schieß den Ton für die Auswärtsmannschaft. Rüber zum Letzten. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen anders ran. Das war knapp, ey. Haben uns gerade gesehen, dann war's BOOM! In your face. Problem ist, ich muss die ja auch. Ne? Leg das T4, Beeilung! Fick you! Fick you! Geh und fress ein Boot, du Affe. Bring das T4 am Flakgeschütz an! Okay, wir setzen es einfach mal. Erstmal wieder schön zurechtrücken hier. So, feini. Dann gehen wir in Deckung. Drück mal ganz fein X. Wie lange das dauert? Wir müssen abhauen. Ich treffe dich etwas weiter am Tunneleingang. Gute Arbeit, Cole. Maddox klopft auf die Schulter. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben werde. Na ganz ehrlich, ich bin der scheiß Scharfschütze.
ich muss dir Deckung geben. So, erstmal weg damit. Guck mal auf den Scheiß hier. Stirb, du Schlappschwanz. Du Lappen, du! Geh und fress ein Boot! Jetzt noch gewaltig viel Boom und Bam. Ach, da ist er. Wo kommst denn du jetzt her? Normalerweise hätte er das C4 legen müssen. Rein logisch näher. Unser Mann sollte an der anderen Seite dieser Unterführung sein. Los! Ich will jetzt zwar auch keinen richtigen Sniper-Simulator haben, wo ich 24 Stunden am Stück an einer Stelle jetzt liegen bleiben muss, aber so ein bisschen hier beschützt mich, liebe Aktion, fände ich wesentlich logischer. Soll ich mal ballern jetzt? So, wir sind jetzt einfach mal so, komm, Arschlecken hier. Scheiße, ich bin tot. Fuck. Okay, jetzt lassen wir sie mal in Ruhe da vorbeilaufen. Nicht, dass es irgendeinen Erfolg. Ja, schön. Wer weiß, wie lange das dauert? Wir müssen abhauen. Ich treffe dich etwas weiter am Tunneleingang. Gute Arbeit, Cole. Maddox klopft auf die Schulter. Puh. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben werde. Stirb halt. Stirb halt, du Mann, du kleine Scheiße, du blöde Pisser. Piss. Ich will mal kurz was trinken. Wer weiß, wie lange wir müssen abhauen. Wo ist mein Tunneleingang? Gute Arbeit, Cole. Maddox klopft auf die Schulter. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben werde. Meine Fresse. Auf zu schlucken. Ist er in Deckung gegangen oder ist er tot? Autsch. Nimm doch die Scheißwaffe hier auf, ey! Meine Fresse! Das war ich! Tut mir leid! Boom! Boom! Unser Mann sollte an der anderen Seite dieser Unterführung sein. Los! Da kommt jemand! Hier rein! Und er wird nicht gesehen, weißt du? Aber ich kann gesehen werden. Leck mich doch im Sack. So, aufhören zu flackern, dann weiß doch jeder, dass wir hier drinnen waren. Zigaretten. Rote Hiesen. Alter, bist du eine Kippe oder was? Ich will keine Kippe, ich kann ihm ans Auge pissen, das Bell auch und so. Was keinen Sinn jetzt. Was für ein Bullshit! Leck mich! Nie im Leben! Ja, mach! Krieg eine Ladung! Sperrfeuer! Ich Fick you! Ich hab doch keine vernünftige Waffe für sowas! Obama! Alter. 2 Stunden und ich hab schon die Schnauze voll von Sarajevo. Oh, ganz cooler. Du bist Anderson, oder? Marinov. Der einzig wahre. Du hast von mir gehört, hä? Schick mir deinen Lebenslauf später, wir haben es eilig. Ihr Amerikaner seid immer so beschäftigt. Busy, busy. Ihr müsst euch mal entspannen. Eine Flasche russischer Wodka. Eine schöne Frau im Arm. Damit würde ich gerne behilflich sein, ha? Vielleicht später. Du kennst also den Weg zu Vladimir Schlager. Ja, ich befürchte schon. Ich wollte diesen schrecklichen Ort nie wiedersehen. Doch die Geister von Vladimir opfern wollen Gerechtigkeit.
Deshalb sind wir doch hier, oder? Genau deswegen. Und wegen des Koffers voller 100-Dollar-Scheine. Ich glaube, dein Partner mag mich nicht. Ich mag dich auch nicht, aber dazu sind wir nicht hier. Je schneller du uns zu Vladics Lager bringst, desto schneller kommst du zurück zu Frauen und Wodka. Sehr gut. Folgt mir. So, Akt 2. Das war jetzt die Mission? Ja, meine Damen und Herren, das war die Mission. Wir haben ja nicht mal 22 Minuten damit hingekriegt. Messer 3-2, haben Sie Kontakt mit Yankee aufgenommen. Over. Verstanden, Presse. Uniform. Alles läuft nach Plan ab. Okay, das waren jetzt knapp 23 Minuten. Super, das freut mich. Ja, mehr müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht aufnehmen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung zu dem verkürzte Variante des Intros, nein, gar kein Intro, doch, komplettes Intro und was für ein zweites Let's Play wir machen können. Wie gesagt, ich habe doch jetzt die Zeit noch gefunden. Ich würde gerne ein Spyro-Spiel mal spielen, aber fürs Spyro Dawn of the Dragon ist so ein Koop-Spiel, eigentlich ein gutes Koop-Spiel, das müssen wir eigentlich als Let's Play Together mal machen. Aber halt nichts Spider-mäßiges, sondern was anderes mal machen. Das wäre eigentlich ganz cool. Das war's aber jetzt auch mit dem Gerede von mir. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal fürs Zusehen und hoffe, man sieht sich irgendwann mal online. Tschüss!